Ich fange mal an, vielleicht zur Einstimmung mit dem einem Zitat eines großen Buddhisten, könnte man sagen. Und zwar ein Zitat von Dilgo Khyentse. Dilgo Khyentse ist ein großer tibetischer Lehrer, Meister gewesen, so in den 90er Jahren, wenn ich es richtig erinnere, gestorben, also vielleicht so 10, 15 Jahre tot, vielleicht war es Anfang der 2000er. Und Dilgo Khyentse ist einer der Menschen, die Sangrakshita, der Gründer unserer Bewegung, der Gründer von Triratna, als einen seiner 8 Hauptlehrer bezeichnet. Ja, also Sangrakshita hat auch einen Kontakt gehabt mit Dilgo Khyentse. Und Dilgo Khyentse sagt, ich zitiere mal, Schwierigkeiten sind die Schmuckstücke eines großen Praktizierenden. Unter nur guten Bedingungen kann man den Dharma, der Dharma ist die buddhistische Lehre, kann man den Dharma nicht vollkommen praktizieren. Ich lese nochmal. Schwierigkeiten sind die Schmuckstücke, bei dem Wort Schmuckstücke sind jetzt vielleicht eher die Frauen unter uns angesprochen, Männer haben da vielleicht nicht so einen direkten Draht zu, ja. Also, aber die Schwierigkeiten sind die Schmuckstücke eines großen Praktizierenden. Unter nur guten Bedingungen kann man den Dharma, die buddhistische Lehre, nicht vollkommen praktizieren. Soweit vielleicht als Einstimmung. Ich möchte mal direkt ins Thema springen, statt vieler Vorreden und so, und den Vortrag mit einer Geschichte beginnen. Das ist Padma Vajra. Ich weiß nicht, wer ihn von euch kennt, ist ein sehr erfahrenes Ordensmitglied, einer der leitenden Ordensmitglieder in Padmaloka, einem Retreatzentrum von uns in England. Und im Sommer hat Padma Vajra so eine Besuchsreise gemacht, auch dieses Zentrum hier besucht und hat an einem Dienstagabend einen Vortrag gehalten und eine ähnliche Geschichte erzählt oder die gleiche Geschichte, ein bisschen anders. Ich kenne die Geschichte so. Und die Geschichte in meiner Version geht so. Vor knapp 1000 Jahren, im 11. Jahrhundert, war der Buddhismus in Tibet in einer erbarmungswürdigen Situation. Ein antibuddhistischer König hatte den Buddhismus gnadenlos verfolgt. Aber auch innere Degeneration hatten zum Verfall des Buddha-Dharma in Tibet beigetragen. Ein neuer pro-buddhistischer König in West-Tibet lud daraufhin den großen buddhistischen Gelehrten Atisha aus Bengalen nach Tibet ein, um dort den Buddhismus wiederzubeleben. Nach mehreren vergeblichen Einladungen, die er abgelehnt hatte, brach Atisha im Jahre 1042 nach Tibet auf. Eine historische Geschichte, keine Fiktion. Atisha war Abt der großen indischen Klosteruniversität, Vikramashila. Diese Klosteruniversitäten hatten dann damals Zehntausende von Mönchen. Das waren ganze Städte, könnte man sagen, ja. Und Vikramashila war einer der größten von ihnen, ja. Und Atisha, natürlich dann ein ganz bedeutsamer Abt von diesem riesen Kloster, hatte eine Reihe von Begleitern, die er mit nach Tibet brachte. Einer war sein Koch. Der Koch war allerdings ein sehr grober, ungehobelter und unfreundlicher Geselle. Die Tibeter waren sehr erstaunt, dass der große buddhistische Meister diesen unangenehmen Kerl mitgebracht hatte. Vor allem, als sie merkten, dass der Koch auch zu Atisha, seinem Herrn und Meister, wenn man so will, sehr unfreundlich war. Die Tibeter fragten also Atisha, warum hast du denn diesen schrecklichen Kerl mitgebracht? Warum schickst du ihn nicht zurück nach Indien?
Nun, so antwortete Atisha, der Mann lehrt mich Geduld. Deshalb behalte ich ihn. Es gibt eine moderne Version dieser Art von Geschichte, die die buddhistische Einstellung zu schwierigen Personen vielleicht noch deutlicher macht. Und diese Geschichte verdanke ich nun in der Tat Padmavachchara, der sie vor 15, 20 Jahren, muss es gewesen sein, als ich damals auf dem Retreat in England war, erzählt hat. Und die Geschichte geht so, ist auch wieder real, keine Fiktion, dass Padmavachchara mal als Kind oder Jugendlicher im BBC, also im britischen Fernsehen, eine Sendung über die Situation in Tibet sah. Das wird so Ende der 60er oder vielleicht auch Anfang, Mitte der 70er gewesen sein. Kurz nach oder während der Grauen der sogenannten Kulturrevolution in China. In dieser Sendung wurde der Dalai Lama interviewt und von dem englischen Fernsehjournalisten gefragt, was er denn vom sogenannten großen Vorsitzenden in China hielt. Großer Vorsitzender war damals so die Formel für Mao Zedong, den damaligen Parteivorsitzenden und Staatslenker in China. Die Antwort des Dalai Lama kam prompt. He's my best friend. Er ist mein bester Freund. Der BBC-Journalist war entsetzt. Wie konnte es denn sein, dass Mao Zedong, der für die Verfolgung, Unterdrückung, Folterung, Ermordung und so weiter so vieler Tibeter verantwortlich war, der beste Freund des Dalai Lama, des Oberhauptes der Tibeter sei? Also fragte er nach. Die Antwort des Dalai Lama kam wieder schnell und klar. He's my best friend because he teaches me patience. Er ist mein bester Freund, weil er mich Geduld lehrt. Vielleicht muss ich für die neuen oder weniger buddhistisch Erfahrenen unter euch, unter uns, vielleicht ein bisschen erklären. Ja? Geduld ist für Buddhisten eine ganz wichtige Tugend. Ja. Eigentlich geht es dabei um die Entwicklung von Kshanti, ja, was in unsere deutsche Sprache dann meist als Geduld, Toleranz, Nachsicht, Bereitschaft zum Vergeben oder auch als Liebe übersetzt wird. Ja. Und Kshanti ist eine der sogenannten sechs Paramitas oder sechs Vollkommenheiten, die Buddhisten üben und deren Entwicklung und Vervollkommnung insbesondere für Mahayana-Buddhisten ein ganz wichtiges Ziel ist. Ja. Und besonders, wer dem Pfad des Bodhisattva folgt, und das werden sowohl Atisha als auch der gegenwärtige Dalai Lama sicherlich getan haben bzw. tun, der kann sich der Entwicklung von Kshanti nicht verweigern. Ja. Und welche bessere Möglichkeit gäbe es, um unsere Geduld zu testen und weiterzuentwickeln, als uns mit schwierigen Menschen zu konfrontieren? Wenn wir es schaffen, unser Kshanti dadurch weiterzuentwickeln und zu vertiefen, ja, dann erweist uns der sogenannte schwierige Mensch, spirituell gesehen, einen großen Dienst. Ich denke, das ist der Grund, warum der Dalai Lama damals Mao Zedong als seinen besten Freund bezeichnete. Nun ist die Entwicklung von Kshanti, von Geduld, Toleranz, alles andere als leicht, hat auch niemand behauptet. Ja. Ich kann persönlich davon ein Liedchen singen, denn ich bin ein sehr impulsiver Mensch, ein sehr temperamentvoller, manchmal vielleicht auch hitzköpfiger Mensch. Und in schwierigen Situationen geduldig zu bleiben, finde ich manchmal fast unmöglich. Aber eigentlich gibt es gar keine schwierige Situation.
Und es gibt eigentlich auch keine schwierigen Menschen. Es ist nur so, dass unser Geist die betreffende Person oder betreffende bestimmte Situation schwierig findet, ja? Die Person oder die Situation als solche ist eigentlich gar nicht schwierig, wenn wir damit anders umgehen würden oder anders umgehen könnten, ja? Und wenn ihr vielleicht nicht besonders temperamentvoll seid wie ich und vielleicht sogar, nehmen wir vielleicht mal das andere Ende des psychologischen Spektrums, wenn ihr vielleicht sogar zur Apathie neigt, zu Teilnahmslosigkeit, zu Lethargie oder sowas, dann findet ihr vielleicht Geduld gar nicht so besonders schwierig. Ja, aber dann müssen Sie, dann müsst ihr auch weniger an Kshanti arbeiten, sondern eher an Virya, mal als Beispiel. Virya ist eine der anderen 6 Vollkommenheiten. Ja, dann müssen Sie vielleicht eher Energie entwickeln, Entschlossenheit, Tatkraft für das Gute, wie Virya manchmal übersetzt wird. Also es hängt, die Arbeitsfelder sind dann einfach ein bisschen unterschiedlich, je nach unserem Temperament und unserer ja, persönlichen Charakterstruktur, könnte man sagen. Dass Kshanti, Geduld, eine ganz schwierige Praxis ist, lehrt schon der historische Buddha, ja, habe ich nicht erfunden, haben auch die Tibeter nicht erfunden, ja. Im Dhammapada, einer alten buddhistischen Verssammlung, sagt der Buddha, in Vers 184 für diejenigen, die nachlesen wollen, ja, sagt der Buddha, die höchste, schwierigste Übung sind Geduld und Vergeben, ja. Natürlich sind Ungeduld oder mangelnde Geduld nicht die einzigen Schwierigkeiten, denen wir im spirituellen Leben oder im Leben ganz allgemein begegnen. Ja, manchen, habe ich ja vorhin schon angedeutet, mangelt es vielleicht weniger an Geduld, aber dafür vielleicht an Energie und Tatkraft. Ja, manchen mangelt es an Selbstvertrauen. Manche leiden an Depressionen. Manche werden notorisch von Ärger heimgesucht. Manche von neurotischer Besorgtheit, irrationalen Schuldgefühlen und Ängsten gequält. Manche kämpfen mit einer starken Gier, ja vielleicht sogar einer Suchttendenz. Ja. Manche sind immer müde und träge. Andere zweifeln am Leben und vielleicht zweifeln sie vor allem an sich selbst. Ja? Bei manchen steigt der Ärger so hoch, dass er zu Wut und Zorn, vielleicht sogar zu Hass wird und so weiter und so weiter. Ja? Das sind alles höchst unangenehme Emotionen, das sind tatsächliche Schwierigkeiten und Probleme. Und gleichzeitig sind es genau diese Probleme, die unser spirituelles Leben mit Brennstoff versorgen, ja, an denen wir kreativ arbeiten können, aber auch arbeiten müssen, wenn wir uns spirituell weiterentwickeln wollen. Diese Probleme und Schwierigkeiten sind in gewisser Weise unsere Realität, so würde ich das mal nennen, ja. Die Realität kann man aber nicht bekämpfen. Die Realität muss man erstmal akzeptieren, ja. Man muss sie, nehmen wir jetzt mal so eine Anleihe vielleicht von so einem Slogan von Thich Nhat Hanh, ja. Ist nicht so mein buddhistischer Lieblingslehrer, aber die Anleihe drängte sich für mich auf, ja. Man muss diese Realität quasi erstmal umarmen, könnte man sagen, ja. Wir müssen unsere Probleme erstmal umarmen, bevor wir sie verwandeln können. Das wollen wir letztlich, ja. Aber erstmal müssen wir sie quasi umarmen. Wir müssen auch die schwierigen Situationen und die schwierigen Menschen müssen wir quasi erstmal umarmen. Vielleicht Anleihe hier vom Dalai Lama. Sie als sogar als unsere besten Freunde sehen. Einfach deshalb,
weil sie uns anzeigen, wo wir uns spirituell weiterentwickeln können und vielleicht auch müssen. Ja. Wenn wir sie als Freunde sehen können, werden wir die Angst vor ihnen verlieren. Wir müssen dann nicht mehr panisch vor ihnen weglaufen. Ja. Wir können sie quasi freudig begrüßen, so nach dem Stil, ey, da kommt ja mein bester Freund. Ja. Da gibt's jetzt was für mich zu tun, da kann ich was lernen. Ja. Da kann ich neue Erfahrungen sammeln. Ja. Da kann ich mich grundlegend verändern. Ja. Denn ehrlich gesagt, wir lernen meist nur aus Problemen. Ja. Wenn wir nie Probleme hätten, wenn wir nie Schwierigkeiten hätten, wenn uns nie was daneben gehen würde, ja, wenn uns alles leicht fiele, würden wir nichts dazulernen. Und so bleiben, im Wesentlichen jedenfalls, wie wir jetzt schon sind. Wäre das nicht todlangweilig? Vielleicht ein persönliches Beispiel von mir. Ihr sagt, weil, na, der Nirmala, der kann uns da viel erzählen, ja. Deswegen vielleicht mal ein persönliches Beispiel. Es gibt im Umfeld dieses Zentrums eine Person, die ich sehr schwierig finde, wenn ich ehrlich bin. Ja? Und der ich früher am liebsten aus dem Wege gegangen bin. Ich bin überhaupt nicht der Einzige, das weiß ich, der diese Person sehr schwierig findet. Es sind also nicht nur meine persönlichen Macken, die die Sache da schwierig machen. Aber indem ich der Person aus dem Wege gegangen bin, habe ich ihr Macht über mich gegeben. Ja? Ich fühlte mich selbst dabei immer unwohl. Vielleicht war da sogar Angst im Spiel. Ich bin normalerweise kein ängstlicher Mensch, aber wenn ich mir die Situation vergegenwärtige, vielleicht gab es da sogar sowas wie Angst. Ja? Aber irgendwann fiel mir die Lehre Atishas, beziehungsweise Dalai Lama, die aktuelle Version, wieder ein. Und eigentlich ist das, was Atisha da sagt, oder auch der Dalai Lama, eine sehr traditionelle buddhistische Lehre, haben die auch nicht erfunden. Ja, wir finden sie beispielsweise schon in Shantidevas berühmten ja, Bodhisharyavatara, diesem Text, der meist übersetzt wird ins Deutsche als Eintritt in das Leben der Erleuchtung. Shantideva ist ein buddhistischer Meister des 7., 8. Jahrhunderts in Indien, ja. Also da kann man dieser Umgang mit den schwierigen Personen, sagt Shantideva einiges dazu, ja. Und also sehr traditionell. Ich kenne das eigentlich auch alles seit vielen Jahren, aber man vergisst sowas meistens wieder oder will es vielleicht auch vergessen, weil es geht gegen unsere Gewohnheiten, geht völlig gegen unsere Gewohnheiten, ja. Aber jedenfalls habe ich mich wieder daran erinnert und habe mich entschlossen, diese Person, die ich da so schwierig fand, oder auch wahrscheinlich immer noch teilweise finde, wirklich als meinen spirituell gesehen besten Freund zu sehen. Nicht, weil ich auf einmal mit der Person tatsächlich eng befreundet wäre, das war ich ja nach wie vor nicht, ja, aber ich habe die Begegnung mit ihr als ideales Lernfeld für mich gesehen. Und da war die Angst, da war die Besorgtheit weg. Ja. In gewisser Weise freute ich mich nun darauf, diesen Menschen zu sehen und war ganz neugierig, wie es mir wohl gelingen würde, diesen Menschen auf eine andere, kreativere Weise zu begegnen und was ich daraus lernen würde. Ich hatte keinerlei Idee, was ich konkret machen würde. Hatte auch keinerlei Patentrezept dafür. War mir auch bewusst, dass die Kommunikation zwischen uns beiden, wenn ich Pech hätte, ja, vielleicht wieder in die Hose gehen könnte. Aber ich war mir zugleich bewusst, dass ich bestimmt etwas lernen würde, weil ich mich anders als zuvor verhalten würde, ja, und in meinem Fall als, ja, ziemlich impulsiver, temperamentvoller Mensch, war mir klar, dass ich zumindest mehr Geduld üben wollte
oder vielleicht noch bescheidener, zumindest weniger ungeduldig sein wollte. Pema Chödrön und Jack Kornfield, ich weiß nicht, ob die Namen euch was sagen, sind zwei bekannte buddhistische Lehrer aus Amerika. Jack Kornfield ist ein Mann, Pema Chödrön ist eine Frau. Pema Chödrön ist ihr buddhistischer Name, sie ist Nonne in Kanada, Gampo Abbey. Ja. Das sind zwei sehr bekannte buddhistische Lehrer in Amerika. Gibt es auch eine Reihe Bücher von denen, die ins Deutsche übersetzt worden sind, sowohl von Kornfield als auch von Pema Chödrön. Ja. Und die beiden haben mal zusammen zum Pfad der Schwierigkeiten, wie sie das nannten, eine öffentliche Podiumsdiskussion in Kalifornien geführt. Ja. Da gibt es auch so ein Transkript davon. Ich muss gestehen, ich fand die Beiträge von Pema Chödrön, der Frau, viel interessanter, viel profunder als die von Jack Kornfield, sage ich nur mal am Rande. Also was Kornfield da, fand ich manchmal ein bisschen ziemlich oberflächliche Witze, lass mal so sagen. Aber was Pema Chödrön zu sagen hat, ist wirklich profund, finde ich. Ja. Okay, ich habe aus diesem Transkript ihrer Diskussion mal so ein paar Passagen übersetzt. Das Deutsche ist sicherlich nicht perfekt, könnte man wahrscheinlich eleganter machen. Ich zitiere mal so ein bisschen aus ihrem Gespräch. Pema Chödrön. Schwierigkeiten sind unvermeidbar und hilfreich. Ich lese nochmal, weil das finde ich sehr wichtig, was sie dazu sagen hat. Schwierigkeiten sind unvermeidbar und hilfreich. Je mehr Schwierigkeiten du hast, umso größer sind die Möglichkeiten, dass sie dich verwandeln werden. Die schwierigen Sachen provozieren all deine Reizbarkeit und bringen deine Gewohnheitsmuster an die Oberfläche. Und das wird zum Moment der Wahrheit. Du hast nun die Wahl, entweder deine dürftigen Gewohnheitsmuster zu benutzen, die du sowieso schon hast, oder dich dem rohen und unbequemen der Situation zu stellen und ihnen erlauben, dich zu verwandeln, auf der Stelle. Wir denken vielleicht, dass Meditation und der spirituelle Pfad darin bestehen, die Schwierigkeiten unseres Lebens zu überwinden und darin einen bequemen Platz zu finden. Aber das allein hilft dir nicht viel. Weil du dauernd darüber enttäuscht bist, dass dir jeden Tag am Frühstückstisch, zum Mittag und zum Abendessen den ganzen Tag lang was begegnet. Soweit Pema Chödrön. Jack Kornfield. Wir sollten einfach ein paar Mal durchatmen und zu uns sagen, so bin ich nun mal. Da ist Ärger, da ist Angst, da ist leichte Reizbarkeit. Meine Lieblingsgeschichte hierzu ist, wenn du auch nach aufwühlenden Nachrichten ganz still sitzen kannst, wenn du auch nach großen finanziellen Verlusten völlig ruhig bleiben kannst, wenn du beobachten kannst, wie deine Nachbarn zu paradiesischen Plätzen verreisen, ohne dabei auch nur einen Hauch von Neid zu spüren, wenn du ganz glücklich alles zu essen vermagst, was dir auf den Teller gelegt wird, wenn du nach einem Tag hektischen Herumrennens sofort einschlafen kannst, ohne eine Tablette oder einen Drink zu nehmen, wenn du immer zufrieden bist, wo auch immer du dich vorfindest, ja, dann bist du wahrscheinlich ein Hund. Nochmal Pema Chödrön. Du musst Leiden wirklich kennen, um dich wirklich freuen zu können.
Und das hat damit zu tun, dass du den Dingen, die dir nun mal unvermeidlich geschehen, kein Widerstand entgegensetzt. Statt mit deinem Schicksal zu hadern, solltest du eine positive Neugier gegenüber dem entwickeln, was da gerade los ist. Deine Gereiztheit sollte dich interessieren. Ich habe bei mir bemerkt, dass ich schnell gereizt und ärgerlich werde. Ich habe mich selbst ganz ehrlich gefragt, will ich das? Ist das etwa angenehm? Und die Antwort war, nein, das fühlt sich keineswegs gut an. Also blieb mir die Wahl. Wollte ich diese Gewohnheit vertiefen oder einen Weg finden, um sie aufzuschütteln, sie zu schwächen oder irgendwie zu unterwandern? Soweit Pema Chödrön und Jack Kornfield. Es gibt im tibetischen Buddhismus so ein paar Teachings, so ein paar Lehren, die laufen unter der Überschrift Geistestraining. Ja, Geistestraining eines Bodhisattva. Da gibt's über die Jahrhunderte in Tibet unterschiedliche Lehrer, die da so ein paar meistens relativ kurze, prägnante Lehren formuliert haben. Und da gibt's dann wieder ausführliche Kommentare dazu, ja. Und in diesem Geistestraining genannten Vorsätzen, könnte man sagen, wird diese Einstellung noch radikaler formuliert. Ich zitiere hier mal aus einem Text von Geshe Langri Tangpa, ist, glaube ich, ein Lehrer im tibetischen Buddhismus aus dem 17. Jahrhundert oder 18., aber legt mich jetzt bitte nicht darauf fest, habe ich nie nachgelesen, aber doch schon auf jeden Fall schon mindestens so 200-300 Jahre tot. Und der hat da, glaube ich, so eine Liste von 7 Versen, ja, und ich lese nur mal 2 vor, das sind noch die 2 harmloseren und unserer Gewohnheitsmuster nicht zu fremden, ja. Okay, der erste. Wenn mich andere aus Neid und Eifersucht schlecht behandeln und übel über mich reden, möge ich ihnen den Sieg gönnen und meine Niederlage akzeptieren. Also Sieg und Niederlage muss man jetzt hier, denke ich, in Gänsefüßchen lesen. Zweiter Vers von ihm. Wenn derjenige, den ich mit großen Erwartungen unterstützt habe, mich tief verletzt, möge ich ihn als meinen höchsten Lehrer betrachten. Zitat Ende. Nun, warum ist er der höchste Lehrer? Weil er uns zeigt, denke ich, dass wir uns in Samsara, der Welt des unerleuchteten Geistes, Hoffnungen gemacht haben, Erwartungen hatten, die natürlich irgendwann unweigerlich enttäuscht werden. Wer Erwartungen hat, will in der Regel etwas haben. Und das wird in Samsara unweigerlich enttäuscht. Das sind für denjenigen, für euch, die mit grundlegendem Buddhismus ja sich schon ein bisschen beschäftigt haben, man könnte sagen, das ist die erste und die zweite der sogenannten 4 edlen Wahrheiten. Ja, darin sagt der Buddha der ersten edlen Wahrheit, Enttäuschungen, Frust oder gar Leiden sind in Samsara unvermeidbar. Kannst du machen, was du willst. Und zweitens, kommt die zweite edle Wahrheit, die Ursache für diese Enttäuschung und unseren Frust sind unsere selbstbezogenen Begierden oder selbstbezogenen Wünsche, könnte man auch sagen. Ja. Aber Enttäuschungen sind halt auch Enttäuschungen. Enttäuschungen. Ja, wenn man Enttäuschung erlebt. Ja. Also wenn wir über unsere Enttäuschung wirklichkeitsgemäß reflektieren, sind wir danach ein Stückchen weiser. Ja. Wir haben etwas gelernt. Wenn wir richtig reflektieren, haben wir was gelernt über unseren haben wollenden Geist und die unbefriedigende Natur
der Wirklichkeit, der unbefriedigenden Natur von Samsara, Welt des unerleuchteten Geistes, wie Buddhisten dieses nennen, ja. Und wir haben sicherlich, oder aller Wahrscheinlichkeit nach, auch etwas über andere Menschen gelernt oder die Welt ganz allgemein. Das Ziel dieses Geistestrainings, wie man so im tibetischen Buddhismus benannt wird, wird im letzten Vers von Geshe Langri Tangpa deutlich, ich zitiere wieder, möge ich alle Phänomene als Illusion betrachten, frei von Anhaften sein und die Fesseln von Samsara zerbrechen. Zitat Ende. Ja? Also diese Einstellung, Schwierigkeiten und Enttäuschungen als Chancen zu sehen, verhilft uns also auch dazu, unsere Illusion als solche zu erkennen, unser Anhaften an Samsara zu verringern und uns der Welt des erleuchteten Geistes, der Welt eines Buddha, anzunähern zumindest. Auf einer vielleicht etwas einfacheren Ebene könnte man vielleicht sagen, schwierige Personen und schwierige Situationen, geht nicht immer nur um andere Menschen, sondern manchmal ist auch einfach eine Situation schwierig, ja, die zwingen uns dazu, Geduld zu praktizieren. Ja, sie geben uns in gewisser Weise überhaupt die Gelegenheit, Geduld zu üben. Und für diese Gelegenheit, auch wenn wir sie aller Wahrscheinlichkeit nach im ersten Moment als unangenehm sehen, für diese Gelegenheit sollten wir dankbar sein. Ich habe mal gelesen, dass ein bekannter Meditationslehrer seinen Schülern, wenn die sich über körperliche Beschmerzen beklagten vom langen Sitzen bei längeren Meditationszeiten, Retreats, wie man das so nennt, ja, dass er ihnen immer Folgendes sagte. Ja, du könntest deine Sitzhaltung ändern. Ja, du könntest dich auf einen Stuhl setzen, statt dich da auf dem Kissen oder Bänkchen weiter rumzuquälen, ja. Das ist okay. Aber was machst du, wenn du im Leben mal wirklich heftige Schmerzen hast? Heftige, ja. Wenn du nicht gelernt hast, wenigstens diese kleinen Unbequemlichkeiten zu ertragen oder zu ignorieren. Ja? Worauf der Mann damit meines Erachtens hinweist, wenn wir lernen, mit kleineren Widrigkeiten zu leben, ist das auch ein Geistestraining, könnte man sagen, für die wirklich großen Probleme, die irgendwann auf uns zukommen werden. Unweigerlich. Spätestens im Zeitpunkt unseres Todes. Die für uns schwierige Person und die für uns schwierige Situation zeigt uns auch an, wo wir wirklich stehen. Spirituell gesehen, ja. Welche negativen Geisteszustände wir noch nicht überwunden haben, was wir noch lernen müssen. Das kann sehr ernüchternd, ja sogar demütigend sein, ja. Insbesondere, wenn wir schon lange auf dem spirituellen Pfad sind und denken, dass wir bestimmte Probleme doch eigentlich überwunden haben sollten. Vielleicht mal wieder ein nicht direkt persönliches Beispiel, aber so ein Beispiel nahe an uns ran. Es gibt im Orden eine Frau, die heißt Dhammadina. Ja? Und Dhammadina ist eine unserer langjährigsten Ordensangehörigkeiten. Also, ich weiß nicht genau, aber schätze mal, mindestens 40 Jahre wird sie im Orden sein. Und sie ist auch eine der sogenannten öffentlichen Präzeptorinnen, wie wir das im Orden nennen, ja. Das heißt, sie ist mit anderen öffentlichen Präzeptorinnen unter anderem verantwortlich für die Ordination neuer weiblicher Ordensangehöriger und damit auch, könnte man sagen, verantwortlich für die Zukunft des Ordens, ja. Und Dhammadina hat mal in einem Vortrag erzählt, wie demütigend solche Erfahrungen für sie waren. Ja. Als sie neue öffentliche Präzeptorin wurde, quasi ernannt wurde in Gänsefüßchen, ja, kam gleich eine Menge Arbeit
und Verantwortung auf sie zu. Ja? Und im gleichen Moment wurde ihre alte Mutter sehr krank. Sie fühlte sich hin und her gerissen zwischen ihrer buddhistischen Arbeit und Interessen und Verantwortlichkeiten und dem Wunsch, ihrer pflegebedürftigen Mutter beizustehen. Ja? Und sie entschied sich, wieder in das Haus ihrer Mutter zu ziehen. Aber da lebte auch ihr älterer Bruder, ja, mit dem sie immer große Probleme gehabt hatte. Und sie hatte nun gezwungenermaßen mit diesem Bruder sehr viel zu tun. Sie fand das sehr unangenehm und sehr schwierig, weil auf einmal die ganze alte Familiendynamik und Geschwisterproblematik wieder hochkam, ja, die sie für sich längst überwunden glaubte. Eine äußerst demütigende Erfahrung nach so vielen Jahren buddhistischer Praxis. Aber in ihrem Vortrag begrüßte sie diese unangenehme Erfahrung, weil sie verhinderte, dass sie arrogant wurde und sich spirituelle Errungenschaften eingebildet hätte, die sie in dem Ausmaß noch nicht besaß. Ja, der Bruder und die Familiensituation war also in gewisser Weise ein Spiegel, könnte man sagen, Spiegel, der ihr zeigte, woran sie noch arbeiten musste. Was sie in ihrem Vortrag empfahl, und das empfehlen eigentlich alle buddhistischen Lehrer und Lehrerinnen, ja, wir müssen mit der unangenehmen Erfahrung einfach sitzen. Ja. Wir müssen sie wahrnehmen und akzeptieren. Ja. Auch akzeptieren, dass sie uns nicht gefällt. Dass wir uns vielleicht etwas anderes gewünscht hätten. Dass wir vielleicht dachten, wir wären schon weiter und so weiter und so weiter. Ja. Auch akzeptieren, dass wir das Problem im Moment nicht lösen können. Ja. Auch akzeptieren, dass wir vielleicht ratlos sind oder uns hilflos fühlen und so weiter. Ja. Wenn wir aber diese unangenehme Situation mit dieser Art von Offenheit, mit Gewahrsein, Achtsamkeit und Bewusstheit einfach anschauen, einfach wahrnehmen, dann wird sie sich verändern. Ja, das garantiere ich. Sie wird sich verändern, wenn wir mit dieser, ja, wie soll ich sagen, akzeptierenden Offenheit uns die Geschichte anschauen, ohne sofort dagegen zu kämpfen. Ja, wir brauchen allerdings den Mut für diese Offenheit. Den Mut, ratlos zu sein. Den Mut, vielleicht erstmal keine Lösung parat zu haben. Die Sache wird allerdings leichter, wenn wir das Vertrauen haben, dass die Situation sich verändern wird und dass auch wir uns verändern können. Dass wir diese Lernchance nutzen können und nutzen werden. Ja? Dafür brauchen wir eigentlich nur das buddhistische Einmaleins. Ja? Das buddhistische Einmaleins zu kennen und zu akzeptieren. Nämlich, alles ist vergänglich. Nichts bleibt auf ewig so, wie es jetzt ist oder erscheint. Auch Unangenehmes verändert sich. Ja? Schwieriges kann gar nicht ewig genauso schwierig bleiben. Ja? Und solange wir dieses Vertrauen haben und auch dieses Selbstvertrauen haben, ja, Vertrauen in uns, in unseren spirituellen Pfad, in die Methoden, die wir benutzen, Vertrauen in unsere Lehrer oder Lehrerinnen und was auch immer, Vertrauen in unsere spirituellen Gemeinschaften, ja, solange dieses, ja, könnte es jetzt vielleicht so psychologisch nennen, ja, solange dieses spirituelle Urvertrauen, nenne ich das jetzt mal, solange dieses Urvertrauen da ist, buddhistische Wort wäre eigentlich Shraddha für diejenigen, die sich damit auskennen, ja, solange wir Shraddha haben, kann eigentlich nichts schiefgehen. Wir werden aus allem lernen, was auch immer wir erleben, ja. Alles
ist quasi Brennstoff. Diese Einstellung müssen wir haben. Alles ist quasi Brennstoff für unsere geistige Weiterentwicklung. Was wir brauchen, ist Mut und Selbstvertrauen, nicht notwendigerweise intellektuelles Wissen. Das hilft uns oft sehr wenig, ja? Selbstvertrauen und Mut. Dann kann jede für uns unangenehme Situation gedreht werden, denke ich. Sie muss auch gedreht werden, wenn wir uns verwandeln wollen. Ja? Und vielleicht, um hier mal ein bisschen noch provokativer zu sein, ja, vielleicht sollten wir sogar unangenehme Situationen gezielt aufsuchen. Ja? Es gibt im Vajrayana-Buddhismus diese Slogan von, wie heißt noch, spirituellen Verbrennungsplätzen. Verbrennungsplätzen, ja. Plätze, wo wir unsere alten negativen Gewohnheiten und Muster quasi verbrennen. Ja, die sucht man als Vajrayana-Schüler oder Schülerin gezielt auf, wenn man den Mut hat. Ja, ist nichts für Anfänger, denke ich mal. Ja, also spirituelle Durchbrüche entstehen oft auch da, wo wir in einem, wie soll ich es nennen, existenziellen Dilemma stecken, einem Dilemma stecken. Und in diesen Art Dilemmatas geht es meistens um Varianten eines typischen Konfliktes. Ja? Und der Konflikt könnte man vielleicht so formulieren, sollen wir eine angenehme, bequeme Situation für uns selbst suchen oder sind wir bereit, anderen Menschen zu helfen, und dafür vielleicht auch unsere relativ behagliche Situation zu opfern. Ja. Und im spirituellen Leben müssen wir beides tun. Wir müssen beide Seiten berücksichtigen, das Wohl der anderen, aber auch unser eigenes Wohl. Ja. Und mit dem Dilemma, das daraus entstehen mag, müssen wir leben und kreativ umgehen lernen. Ja. Wir müssen in unserer Praxis quasi tiefer gehen, könnte man sagen, oder einen tieferen Platz in unserem Wesen finden, der beide Seiten zusammenhalten kann. Na, wir suchen das Angenehme für uns, aber da sind andere Leute, ich könnte was für andere tun. Also wenn wir das nur so sehen, das kriegen wir nicht zusammen. Aber wenn wir eine tiefere Ebene, einen tieferen Standpunkt finden, oder hören, könnte man auch sagen, wenn man ein anderes Bild benutzen wollte, dann können wir die vielleicht beide zusammenhalten. Aber das ist so ein bisschen die spirituelle Lernaufgabe, auch beides halten zu können, beides tragen zu können. Ja. Und bei Dhammadina war es das Dilemma, ihrer Mutter helfen zu wollen und ihre öffentliche Verantwortung im Rahmen der buddhistischen Bewegung erfüllen zu wollen. Ja. Beide sicherlich Aufgaben, die anderen Menschen geholfen hatten, aber das zweite lag ihr vielleicht in dem Moment ein bisschen näher an ihrem Herzen, möglicherweise. Oder vielleicht war es auch beides nah am Herzen, aber auf jeden Fall war es zwei Dinge, die sozusagen ihre Energie in unterschiedliche Richtungen zogen. Ja. Und mit solchen Spannungen leben zu können, ohne daran zu verzweifeln oder zu zerbrechen, das ist eine der Künste, würde ich sagen, eine der Künste im spirituellen Leben. Ja? Was uns kurzfristig vielleicht gegen den Strich geht, bringt uns langfristig doch möglicherweise größeres Glück und innere Zufriedenheit. Und auch wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, zusammen wohnen, entstehen typischerweise solche Konflikte. Ja? Es entsteht Reibung zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ja? Auch hier gilt, wenn wir die Konflikte wirklich lösen wollen, muss unsere Praxis tiefer gehen, muss sie intensiver werden, wir müssen uns intensiver engagieren. Ja. Atisha, das ist dieser indische Lehrer, den ich am Anfang meines Vortrags erwähnt hatte, aus dem 11. Jahrhundert. Atisha sagt, dass alle Schwierigkeiten daraus entstehen, weil wir an unserem Ego anhaften.
Wirklich schlimm sind nicht die anderen Menschen, denn die sind genau wie wir, ja, getrieben von ihren Problemen, ihren Ängsten, ihren Neurosen, ihren Psychosen, was auch immer, ja, die, mit denen man Mitgefühl haben sollte. Das Einzige, sagt Ashtisha, was spirituell wirklich schlimm ist, ist das Klammern an unserem Ego, ja. Wenn wir uns beispielsweise von jemandem verletzt fühlen, wollen wir uns üblicherweise rächen. Ja? Auch wenn die Rache vielleicht manchmal eher auf so subtile Weise stattfindet. Manchmal ist uns gar nicht bewusst, was wir da vielleicht machen, sagen, denken, was auch immer. Ja? Aber nur wenn wir daran arbeiten, unser Ego-Klammern aufzugeben, ja, dann sind wir wirklich auf dem richtigen Pfad und ich denke, Fortschritt ist garantiert. Welche Rückschläge, Ernüchterungen, Demütigen und so weiter, wir auch unterwegs noch erleben mögen, das gehört alles dazu, ist auch wieder Brennstoff, könnte man sagen. Ja. Vielleicht nochmal ein persönliches Beispiel von mir. Meine Eltern leben beide noch. Ja. Meine Mutter so Ende 83, mein Vater Ende 86. Haben aber allerlei, wie das so in dem Alter nicht ausbleibt, allerlei Krankheiten, auch lebensbedrohliche Krankheiten. Ja. Meine Mutter hatte schon zweimal Brustkrebs und an einer Darmentzündung wäre sie vor 3 Jahren fast gestorben. Mein Vater hatte inzwischen 3 Schlaganfälle. Mein Bruder, 3 Jahre jünger als ich, hat seit einem halben Jahr Prostatakrebs, der auch schon recht weit fortgeschritten ist. Ja. Natürlich will ich meiner Familie helfen. Gleichzeitig möchte ich ja vielleicht mehrwöchige buddhistische Veranstaltungen in England besuchen oder sehne mich nach mehrmonatigen Klausuren in unserem Retreatzentrum in den spanischen Bergen. Bisschen ähnliche Situation wie Damadinas, ja. Manchmal schienen meine buddhistischen Pläne zu zerplatzen, weil wieder ein Familienmitglied ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Manchmal löste die Vorstellung, wieder ins Krankenhaus zu müssen, das ist keine so tolle Situation, diese Krankenhausstation, insbesondere Intensivstation, ja. Also, und auch die Vorstellung, mit den Ärzten wieder die Situation besprechen zu müssen, manchmal löste das in mir Widerwillen aus, ja. Aber dann habe ich sehr schnell umgeschaltet. Statt Widerwillen und Frust zu kultivieren, habe ich zu mir gesagt, das ist jetzt mein spirituelles Praxisfeld. Das. Vielleicht lerne ich in diesen Krankenhaussituationen mehr, vielleicht verändere ich mich dadurch mehr, als wenn ich 3 Wochen in England an einer buddhistischen Veranstaltung teilnehme. Ja? Also wäre mein Rat, mein Tipp, ärgere dich nicht, wenn deine Pläne ins Wasser fallen, und du deine überwiegend egoistischen Wünsche beerdigen musst. Sieh diese Schwierigkeiten einfach als deine buddhistische Praxis. Und was ich persönlich positiv überraschend fand, dieser Perspektivenwechsel, ich nenne das jetzt mal so, Perspektivenwechsel, ne? Krankenhaus statt, oh, zu sagen, okay, da kann ich was lernen. Ja? Dieser Perspektivenwechsel funktioniert tatsächlich. Funktioniert. Ja. Statt genervt ins Krankenhaus zu fahren, war da manchmal eine wirklich freudige Erwartung, freudige Neugier. Was da wohl wieder passieren wird? Was ich da wohl lernen kann? Vielleicht noch eine abschließende grundsätzliche Bemerkung zum Thema Schwierigkeiten. Wir sollten nicht erwarten, dass es keine Schwierigkeiten geben wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Samsara ist unvollkommen. Angenehmes
was wir natürlich auch erleben in dieser Welt, wird sich zwangsläufig irgendwann verflüchtigen. Unangenehmes wird zwangsläufig irgendwann auftauchen. Alles ist in permanentem Wandel begriffen, alles ist vergänglich und ohne feste Substanz. Buddhistisches Einmaleins, ja. Wenn wir das nicht verstehen und akzeptieren können, dann werden wir zwangsläufig leiden, ja, dann werden wir, wie Buddhisten es nennen, Dukkha erleben. Dukkha, buddhistisches Wort für diesen Frust, Enttäuschung, Leiden, wie auch immer. Ja? Und ich habe da mal so eine kleine These, vielleicht ist die nicht besonders klug und vielleicht kann man das anders sehen, aber meine These wäre oder die Frage, vielleicht könnte es für manche von uns, ja, diejenigen von uns, die partout keine Enttäuschung erleben wollen, hilfreich sein, einfach schon zu erwarten, dass immer irgendetwas schieflaufen wird. So quasi zum Zweckpessimisten zu werden, ja. Denn der Zweckpessimist ist eigentlich ein verkappter Optimist, ja. Ja. Was allerdings auch der Zweckpessimist braucht, ja, das Vertrauen, dass man den auftauchenden Schwierigkeiten gewachsen ist, dass man die entstehenden Probleme schon lösen wird. Dann braucht man auch keine Angst vor den Schwierigkeiten zu haben. Ich weiß nicht, ob diese Zweckpessimismus-Lehre eine gute ist. Ich habe das mal mit irgendwelchen Freunden vorgeschlagen und da hat mir jemand, der selber so ein Businessman ist, der so ein paar kleinere Unternehmen hat, gesagt, ja, wenn ich das so rangehen würde, da könnte ich ja überhaupt gar kein Unternehmen starten. Ja, hat er wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich eine Typfrage. Ja? Also wie gesagt, wenn du das anders siehst, ich wollte das nicht allgemein sagen, nur mal als ein Gedanke. Ja? Vielleicht ist diese Art von Einstellung, also bei mir zumindest, mir hilft das manchmal, wenn ich mich schon denke, okay, irgendwas wird schief gehen, ist auch alles kein Problem und irgendwie kriegen wir doch wieder hin. Das macht es mir manchmal leichter, mich in Situationen hineinzubegeben, wo in denen ich vielleicht sonst eher so ein bisschen unbehaglich wäre. Ja? Aber gut, vielleicht funktionierst du anders als ich. Ich habe bisher vor allem über die Ebene gesprochen, auf dem wir den Pfad der Schwierigkeiten üben können. Zum Schluss möchte ich aber noch darüber mal sprechen, wo wir ankommen können, wenn wir wirklich zu vollendeten Schülern oder Schülerinnen des Buddha geworden sind. Beispiel dafür findet man zum Beispiel in der sogenannten großen Lehrrede von der Elefantenspur. Ja, diese Lehrrede des Buddha, diese Lehrrede zeigt kompromisslos auf, wie sich ein geistig Befreiter, ein Erleuchteter verhalten muss, damit man ihn oder sie als Erleuchten, als voll ausgebildeten Schüler des Buddha bezeichnen kann. In dieser Lehrrede spricht, deswegen muss mich korrigieren, nicht der Buddha selbst, sondern es spricht Shariputta. Shariputta ist einer seiner engsten Schüler, ja, der beiden Hauptschüler des Buddha, angeblich so der Weiseste nach dem Buddha. Ja. Shariputta sagt, wenn die Leute einen Bhikkhu, Bhikkhu ist das buddhistische Wort, was wir meist so als Mönch übersetzen, passt nicht so richtig, aber gibt vielleicht keine bessere. Also wenn die Leute einen Bhikkhu beschimpfen, schmähen, verhöhnen, oder verletzen, dann sagt er sich, das ist eine unangenehme Empfindung, die mir durch Berührung meines Ohres entstanden ist. Dann sagt Shariputta weiter, diese Empfindung ist ursächlich bedingt, nicht ohne Ursache entstanden. Die Ursache ist die Berührung. Gemeint ist hier die Berührung zwischen den Worten und unseren Ohren oder unserem Hörbewusstsein sozusagen. Das hier mit Berührung gemeint. Ja. Also nicht taktile Berührung, sondern Laute und unser Ohr. Ja. Also die Ursache ist die Berührung. Die Berührung aber, das sieht er, muss vergehen. Die Empfindung muss vergehen. Die Wahrnehmung muss vergehen. Die unbewussten Tätigkeiten müssen vergehen. Das Bewusstsein muss vergehen.
Shariputta weist also darauf hin, dass Empfindungen vergänglich sind. Sie sind zum Teil nur ein Produkt unseres eigenen bewertenden Bewusstseins. Objektiv gibt es keine Worte, die beschimpfen, verhöhnen oder verletzen. Das ist unsere Interpretation. Ja. Wir fühlen uns beschimpft, verhöhnt, verletzt. Objektiv waren da nur Geräusche. Ja. Geräusche, die wir mit unserem Hörbewusstsein als auch Worte identifiziert und als beleidigend interpretiert haben. Ja. Niemand kann dich mit Worten verletzen, solange du dich nicht verletzt fühlst. Ja. Oder anderes. Niemand kann dich ärgern, niemand kann uns ärgern, wir ärgern uns. Ja. Shariputta fährt weiter fort. Durch solche Erwägung erhebt sich das Denken des Bhikkhus, beruhigt sich, festigt sich und wird frei. Wenn die Leute den Bhikkhu unfreundlich, lieblos und grob behandeln, mit Händen schlagen, mit Steinen bewerfen, mit Stöcken prügeln oder mit Waffen verletzen, dann denkt er, dieser Körper ist nun einmal so. Man kann ihn mit Händen schlagen, mit Steinen bewerfen, mit Stöcken prügeln und mit Waffen verletzen. Zitat Ende. Ja. Shantideva, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, als Autor des Bodhicharyavatara, ja, ist kein direkter historischer Schüler des Buddha, ist ja 1200-1300 Jahre nach dem Buddha, aber er ist einer der großen Weisen, könnte man sagen, des Mahayana-Buddhismus, und Shantideva formuliert diesen Gedanken noch provokativer. Er sagt im Bodhicharyavatara, der andere hat den Stock gebracht, um dich zu verprügeln. Aber du hast den Körper gebracht. Zitat Ende. Ja. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn wir mit einem verletzlichen Körper durch Sansaras gefährliche Ecken wandeln, dass dieser Körper irgendwann verletzt wird, angegriffen oder verprügelt wird. Körperliche Existenz ist gefährlich. Ja. Sicherheit suchen wir vergeblich. Ja. Und in diesem Sutta von der Elefantenspur bezieht sich Shariputta auch noch auf das berühmte Gleichnis von der Säge. Das ist jetzt ein Gleichnis, das der Buddha benutzt, ja, in dem der Buddha die Messlatte für seine erleuchteten Schüler enorm hochhängt. Das ist irgendwie sowas, der Gipfel der Zumutung, könnte man sagen, was jetzt kommt an uns. Ja. Der Buddha sagt, ich zitiere, also nee, Shariputta, in der Lehre redet ja Shariputta. Shariputta sagt, der Erhabene, damit meint Shariputta den Buddha, ja, also der Buddha, hat aber im Gleichnis von der Säge gesagt, selbst wenn Räuber oder Mörder mit scharfer Säge euch ein Glied nach dem anderen abtrennen und ihr darüber in eurem Gemüt ergrimmet, würdet ihr meine Weisung nicht erfüllen. Starkwillig sein, nicht nachlässig, besonnen will ich bleiben, um mich nicht verwirren lassen. Körperlich will ich ruhig bleiben, nicht heftig werden, meinen Geist will ich auf einen Punkt sammeln. Mögen Sie doch nach Ihrem Belieben diesen Körper mit Händen schlagen, mit Steinen bewerfen, mit Stöcken prügeln oder mit Waffen verletzen. Zitat Ende. Kann sich jemand von uns vorstellen, dass sein Körper von einer Säge in Stücke zersägt würde und wir keine negativen Gefühle und Gedanken gegenüber den Sägeknechten empfinden würden?
guck mal, meldet sich keiner, ja, vermutlich nicht, ja. Trotzdem, davon bin ich überzeugt, bin ich wirklich überzeugt, trotzdem ist die Anwendung, die Anweisung des Buddha keine Theorie. Es gibt eine Reihe von Schülern und Schülerinnen des Buddha, denen genau dies oder Ähnliches passiert ist und deren Geist unbeeinflusst blieb und die sogar ihre Folterknechte in ihr Metta, buddhistisches Wort für positive Emotionen, liebevolle Güte, die sogar ihre Folterknechte in ihr Metta einschließen konnten. Ja, es gibt da auch heutzutage manchmal so Geschichten von irgendwelchen tibetischen Mönchen oder tibetischen Praktizierenden, die von den Tibetern da gefoltert werden und sofern sie dann überleben, vielleicht irgendwann nach 20 Jahren da fliehen können, da rauskommen, die solche Geschichten erzählen. Ja. Ich finde es glaubhaft. Okay, vielleicht hört sich das unglaubwürdig für euch an und jetzt seht ihr jetzt nochmal zum Schluss nochmal wie eine persönliche Alltagsgeschichte. Ich habe die schon bei manchen Vorträgen mal erwähnt, also manche von euch kennen die vielleicht schon, hängt die vielleicht schon zum Hals raus. Ja, persönliche Alltagsgeschichte, diesmal so vor meiner buddhistischen Zeit, die ihr vielleicht eher nachvollziehen könnt. Die Geschichte hat sich ereignet vor über 25 Jahren. Ich war damals so Anfang 30 und bin damals nachts von einer Meute, ja, halbstarker würde man, hätte man in meiner Jugend das genannt, Meute halbstarker überfallen worden. Es war in einem Park in Bochum, ja. Ich lebte damals auch in Bochum. Und es waren so etwa 5 bis 10 Leute. Und normalerweise hätte ich mich heftig gewehrt. Ich bin nicht so der Typ, der so die linke Backe hinhält, wenn man ihm auf die rechte haut. Ja, also jedenfalls ist das nicht meine Konditionierung. Also normalerweise hätte ich mich gewehrt. Aber der Stärkste von der Bande hatte mich gleich mit einem Schlagringhieb zu Boden gestreckt. Und ehrlich gesagt, ich war auch etwas betrunken damals und wackelig auf den Beinen, bin also sofort umgefallen, lag schnell auf dem Boden und wurde dann von den anderen allen mit Schlägen und Tritten malträtiert, bis deutlich war, dass ich keinen Widerstand mehr leisten konnte. Dann rissen sie mein Portemonnaie aus meiner Hosentasche, ich hatte damals einiges an Geld dabei, und rannten weg. Waren offensichtlich eher hinter meinem Geld als meinem Leben her, ja. Und ich habe da noch so hinterher geröchelt, weil die hatten ja mein Portemonnaie mitgenommen, lasst mir doch wenigstens meine Ausweispapiere da, ja, weil ich wusste, das kostet eine Menge Geld und Laufereien da, Personalausweis und Führerschein, alles Zeugs, ja. Hat der Anführer gnädig bewilligt und dann wurden mir die Ausweispapiere dann noch so hingeschmissen. Ich habe mich danach dann blutend zum Auto geschleppt, bin trotz Alkohol, muss ich zu meiner Schande gestehen, nach Hause gefahren und habe mich voller Schmerzen ins Bett geworfen. Ich kann nicht sagen, dass ich in dieser Situation Metta, liebevolle Güte, für meine Peiniger empfunden hätte. Ich hatte damals überhaupt noch nichts von Metta gehört, wusste gar nicht, was das war, war auch noch kein Buddhist. Aber ich kann genau sagen, da ist meine Erinnerung, habe ich nicht den geringsten Zweifel an meiner Erinnerung, ich kann genau sagen, dass ich keinerlei negative Gefühle gegenüber meinen Peinigern hatte. Ja? Ich habe mich versucht zu schützen, so gut es ging, nachdem klar war, dass Widerstand zwecklos war. Aber ich habe die Situation im Wesentlichen so akzeptiert, wie sie war. Ich konnte ja auch nichts daran ändern. Ja. Dem Einzigen, dem ich später Vorwürfe gemacht habe, war ich selbst. Ja. Weil, was musste ich auch mit betrunkenem Kopf allein durch einen zwielichtigen nächtlichen Park zu meinem Auto stolpern? Ich hatte in gewisser Weise ich hatte in gewisser Weise meinen Körper zu dem Stock gebracht, der da im nächtlichen Park auf mich lauerte. Also aufgrund dieser Erfahrung denke ich, dass die Anweisung des Buddha an seine Schüler nicht völlig unrealistisch ist. Ist sicherlich
eine extrem hohe Messlatte, die uns der Buddha hinhält, die er seinen erleuchteten Schülern hinhält. Wir müssen uns ja an denen nicht messen, sag mal so, aber das ist hier der Dialog da mit den erleuchteten Schülern. Aber auch wenn das für uns weit entfernt sein mag, man kann sich ihr annähern, davon überzeugt, bin ich überzeugt. Man kann in der Tat mit seinen Schwierigkeiten arbeiten. Habe ich auch keinerlei Zweifel daran, wenn wir das wirklich wollen. Ja. Und manchmal sind diese Schwierigkeiten das produktivste Feld für unsere spirituelle Weiterentwicklung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja.